Liebe Landsleute, im Namen des Freiheitlichen Bundesparteivorstandes darf ich Sie recht herzlich grüßen. Ich darf Sie auch grüßen durch den dritten Nationalratspräsidenten Dr. Martin Graf, der durch seine Formulierungen im Juli dieses Gedenkjahres wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieses Gedenkjahr nicht ein reines Folklorefest wurde, sondern dass man auch ernsthaft über die Zukunft dieses schönen Landes diskutiert hat. Und Herr Universitätsprofessor Gesatzky, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr Sie mir aus meiner tiefsten Seele gesprochen haben, wenn Sie daran erinnern, dass ich noch vor wenigen Tagen in Anwesenheit einer Delegation der Südtiroler Freiheit, die auf der Galerie gesessen hatte und zugesehen hat, wie ein Antrag von mir gestellt wurde, ein Fristsetzungsantrag, jenen Antrag zu bewilligen, den Sie damals so vortrefflich formuliert hatten und leider die Mehrheit des Nationalrates diesen Antrag, die Mehrheit, versagt hat. Da wird einem schon ein bisschen mulmig, gerade im Gedenkjahr, wo man sich denkt, da könnte doch der eine oder andere einmal ein bisschen über den Tellerrand blicken und doch ein bisschen sich bemühen, dass man für seine Landsleute südlich der Brenner Scheidewand auch einmal etwas übrig hat. Aber die Mehrheiten sind eben so. Jetzt bin ich positiv denkend und ich habe mit dem Hermann Gahr ja ein großartiges persönliches Einvernehmen und es wird nur gehen, wenn wir gemeinsam für diese Menschen was tun, dass wir gemeinsam auch Politik machen. Jetzt denke ich positiv und gehe mal davon aus, dass wir sagen, schlitzohrig wie wir sind, sagen wir, nicht der Antrag selbst wurde abgelehnt, sondern nur die Frist war der Regierung zu kurzfristig. Vielleicht können wir dann über den Inhalt trotzdem noch reden. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Wenn wir jetzt davon ausgehen, auch dass man gehört hat von Menschen, die auch nicht so gut informiert waren über die tatsächlichen Aussagen, die der dritte Nationalratspräsident getätigt hatte, der gemeint hat, ja, natürlich kann ja am Ende des Weges des Autonomiestatuts nur das Recht auf Selbstbestimmung stehen. Mehr hat er nicht gesagt. Er hat nie gesagt, dass das nächstes Jahr oder in 3 Monaten sein muss. Das hat er nie gesagt. Aber, dass wir uns auf einer Rechtsbasis verstehen als Freiheitliche, die einen Beschluss des österreichischen Nationalrates von 1948 zugrunde liegt, der da lautet, das Autonomiestatut ist vom österreichischen Nationalrat als Übergangslösung so lange anzusehen, bis das Recht auf Selbstbestimmung vom Südtiroler Volk selbst ausgegangen ist. Und dazu stehen wir Freiheitlichen. Und darüber wird es für uns auch keine Diskussion geben. Und darüber hinaus wird es bei uns auch keinen Verhandlungsspielraum geben. Und ich darf Ihnen sagen, wir liegen derzeit in Umfragen bundesweit bei 24-25%. Und wir bereiten uns jetzt ganz sachlich auf eine Regierungsbeteiligung vor. Wir wollen Verantwortung übernehmen und ich darf als Südtirol-Sprecher aus meiner Position heraus Folgendes sagen. Hier vor diesem erlauchten Publikum. Es wird für mich ein Knackpunkt für Regierungsverhandlungen sein, wie der Regierungspartner mit diesem Thema Südtirol in Zukunft umgehen wird. Es wird für mich kein Jota abgegangen von jenem Punkt zu sagen, die Schutzmachtfunktion gehört nicht in die Präambel, ganz richtig, Herr Professor, sondern in die Verfassung verankert. Alles andere ist Humbug. Darüber lassen wir mit uns nicht reden. Zweiter Punkt, wir wollen dezidiert die doppelte Staatsbürgerschaft den Südtirolern angeboten haben. Das wollen wir haben.
Darüber hinaus wollen wir ganz lapidare Dinge. Ganz lapidare Dinge. Wir wollen, dass die Anwendung der deutschen Sprache in Südtirol endlich wirklich, nämlich wirklich umgesetzt wird und es nicht zu Auswüchsen in irgendwelcher Form kommt. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch, dass Mörder endlich international verfolgt und ihrer gerechten Strafe zugefügt werden. Ich habe einen Antrag eingebracht, den Mörder an Louis Amplatz endlich dingfest zu machen. Christian Kerbler gehört dorthin, wo er hingehört, nämlich hinter Gittern. Ich möchte jetzt letztendlich appellieren an alle, die guten Willens sind. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir uns alle freuen, dass 20 Jahre her die Berliner Mauer gefallen ist und zusammengeführt wurde, was zusammengehört. Und von den eigenen Politikern, die sich jeden Tag über andere freuen, hört man aber nichts, wenn man davon spricht, warum das eigene Tiroler Volk nicht zusammengeführt werden darf. Das macht mich traurig. Das bringt mich zur Feststellung, dass es wieder Staatsmänner und Staatsfrauen braucht und keine Politiker, die von einer Legislaturperiode zur anderen denken. Das ist kurzsichtig, das ist den Menschen auch nicht länger zumutbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da Worte sind genug gewechselt, lasst uns zu Taten schreiten. Dem heutigen Landesversammlungstag wünsche ich noch weiterhin gute Gespräche und der Südtiroler Freiheit alles Gute auf dem weiteren politischen Weg.